herzlich willkommen bei Dschungelcamp. Ich muss einfach gerade, wo ich hier unterwegs bin, diesen Moment mal kurz mit euch teilen, weil es ist so schön, immer wieder hier in den Wald reinzukommen. Und diese Grenze, selbst im Dunkeln, wenn ich nicht sehe, wo die Baumgrenze ist, sie trotzdem fühlen kann. Und ich bin hier halt irgendwie so überhaupt gar nicht alleine. Also ganz unabhängig davon, dass die ganzen Bäume hier sind, hatte ich heute Besuch von... Also irgendwann ist mal da irgendwer auch nachts ums Haus rumgelaufen, um die Höhle. Also irgendwer mit Hufen. Weiß nicht, was es war. Letzte Nacht saß da vorne eine Kröte und machte so brrrr und hat mich gerufen und hat Hallo gesagt, als ich sie dann gesehen habe. Und da oben war noch, ich habe die Nacht durchgemalt. Dadurch habe ich dann da den Sonnenaufgang gesehen und der hat hier alles total ins Glühen versetzt. Das ist so schön, morgens hier den Sonnenaufgang zu beobachten. Und irgendwie, ich lag dann da, bin irgendwann zwischendurch, ja, ich glaube, ich bin so um 8:30 oder so heute schlafen gegangen. Deswegen gehe ich jetzt gleich auch noch mal ein bisschen schlafen, weil 4 Stunden war dann doch ein bisschen wenig für heute. Aber da oben sind Eichhörnchen. Die sieht man dann da rumspringen und einander jagen und man hört die Vögel die ganze Zeit. Da hinten sind irgendwo Hühner. Das ist so schön. Und ich genieße das immer noch, jeden Tag hier gerade zu sein. Das ist einfach schön. Ja, und trotzdem, natürlich, hätte ich gerne ein Wohnmobil, aber da erzähle ich später. Dafür noch mal kurz Hallo aus der Dschungelprüfungshängematte. Heute habe ich mir gedacht, eine Dschungelprüfung, die wirklich mal was bringen würde, wäre mal einfach eine Gedenkminute einzulegen fürs Gönnen können. Ich glaube, das ist irgendwas, was vielen Leuten in dieser Welt mittlerweile extrem schwer fällt. Ich weiß nicht, warum das so Usus geworden ist und was so viel toller daran erscheint. Den eigenen Neid, statt ihn als Antrieb zu nutzen, zu Missgunst verkommen zu lassen und anderen irgendwie die Hölle heiß zu machen, weil sie gerade an was dran sind oder was haben oder was machen. Es geht halt darum, dass ich ein Angebot für ein Wohnmobil gefunden habe gestern, das aber 6.500 Euro kostet, die ich jetzt so nicht habe. Also es ist nicht so, als hätte ich gar nichts. Ich habe noch nicht die kompletten 6.500 Euro. Und dann habe ich quasi in mein Facebook gefragt, ob mir nicht jemand quasi das Geld leihen kann. Das heißt, ich frage in meinem Netzwerk um einen Kredit und habe das auch deutlich so geschrieben. Respektive habe halt eben auch gefragt, ob nicht eventuell sogar jemand Lust an einem Sponsoring hat. Was dann auch eine Win-Win-Situation wäre, weil ich ja dann quasi Werbung für denjenigen machen würde. Auf dem Wohnmobil, in meinen Videos, was weiß ich was. Also wo derjenige auch was von hätte. Aber das war halt nur eine Anregung. Und dann kam sofort wieder das: Hör auf zu schnorren, geh arbeiten. Wegen Leuten wie mir geht die Gesellschaft zugrunde. Also das Letzte, Entschuldigung, das ist für mich ein Kompliment. Sowas kannst du, also... So, ich habe nicht den Eindruck, dass diese Gesellschaft ohne mich nicht auch langsam vor die Hunde gehen würde und es sowieso tut.
Aber eigentlich hat mich diese Reaktion darauf, dass ich dann sofort wieder angepumpt worden bin, und wirklich also auch von Leuten, allen möglichen Leuten, die normalerweise ich auch immer so im Rücken hatte, richtig Gegenwind bekommen habe, wo ich dann gesagt habe, so, ja, ist mir egal, ihr braucht das nicht toll zu finden. Aber ihr braucht auch jetzt hier nicht in Frage zu stellen, ob das das richtige Auto ist, bloß weil ich letztens mal eins geschenkt hätte bekommen können. Es gibt gewisse Sachen, die bringen dir auch geschenkt nichts. Wenn das nicht das ist, was du haben möchtest, dann ist es das nicht. Punkt. Und ich lasse mir da halt einfach nicht reinreden. Was soll das denn? Ich will irgendwo Geld leihen und da werde ich bei einer Bank keins bekommen und ich mache auch ungerne Geschäfte mit Banken, deswegen frage ich lieber, ob das jemand anders machen möchte. So, dann hat das nichts mit Schnorren zu tun, wenn ich sage, ich zahle das zurück und gehe dafür arbeiten, respektive brauche das Auto, um vernünftig arbeiten gehen zu können. Und wenn ich es habe, dann halt eben vernünftig arbeiten zu können. Mit einem Stundenlohn, wo die meisten von euch nicht mitkommen. Vor allen Dingen die Leute, die mir erzählen, ich soll mal arbeiten gehen. Ich arbeite die ganze Zeit. Nur halt eben nicht für Geld oder für andere Leute. Und trotzdem bekomme ich mein Leben irgendwie inzwischen ziemlich gut selber finanziert. Ja, das hat auf Mallorca zwischendurch echt richtig mal gehapert. Da habe ich nämlich eben keinen Zugang zu Aufträgen gehabt, wie ich das jetzt in Deutschland oder in Österreich viel mehr habe, weil ich einfach eben da schon Jahre Vorarbeit geleistet hatte und auf Mallorca mich dann irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt habe. Dann wird mir vorgeworfen, dass ich trotzdem jetzt tätowiere, obwohl ich mal irgendwann gesagt habe, dass ich gerade nicht tätowieren möchte, weil ich andere Geldquellen aktiviere. Ja, dann, ja, genau. Und weil ich mir gesagt habe, geh mal arbeiten, habe ich angefangen zu tätowieren und habe das halt wieder über den Haufen geworfen. So simpel ist das. Flexibilität. So, mit dieser Flexibilität kann man sich ja halt eben auch konstruktiv beschäftigen und einfach mal gucken, wo man jemandem, das muss jetzt noch nicht mal dem Bauchi sein, gönnt dem Bauchi ruhig sein Wohnmobil nicht. Ist mir scheißegal, da bin ich nicht drauf angewiesen. Aber beschäftigt euch mal mit dem Gedanken, wie das ist, mal wieder gönnen zu können. Weil da hat man selber was von. Man fällt nicht in diese Missgunst. Man hat da nicht so ein Gesicht. Sondern freut sich darüber, dass andere was haben. Und lernt dann auch viel mehr zu schätzen, wenn man selber was hat. In dem Sinne, geht in Frieden und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bald wieder und ja, demnächst aus dem Wohnmobil, ob ihr das wollt oder nicht, aber ich bin da nun mal dran und ich bin es gewohnt, das durchzuziehen und das zu machen, bis es da ist. Nicht vorher aufzugeben und mir da reinreden zu lassen. Das kann ich mir gerade nicht erlauben. Deswegen nehmt mir nicht übel, wenn ich eure ganze Kritik und den ganzen anderen Blödsinn da gerade nicht so ernst nehmen kann. Ja, noch ein Schiff.